Ja, hi, ich begrüße euch zum neuen Video. Heute werden wir uns eine Spannlade bauen, habe ich auch noch nie gehört. Das ist eine Vorrichtung zum Fräsen, dass man sicher fräsen kann. Habe ich vom User aus Facebook für SketchUp die Datei bekommen. Danke nochmal. Und die werden wir uns heute bauen. Aus so einem Rundholz für den Griff. Ja, und 18er Multiplex. Dazu werden wir uns das Multiplex erstmal in den Maßen vorsägen. Wir brauchen einmal 70 cm lang und 8,5 breit und einmal 70 cm lang und 10 cm breit. Das werden wir an der Tischkreissäge tun und gehen wir rüber an die Tischkreissäge. Wir werden uns mal die Länge anzeichnen von 70 cm. Zugesägt haben wir die ja jetzt einmal 8,5 und einmal 10 cm. Und wollen wir das mal ein bisschen auf die Seite. Das ist übrigens auch noch ein Projekt, ein Schablonenhalter für meine Bandschleiferstation. Danke übrigens für den Tipp Bastelgarage, für den Winkel, für den Zimmermannswinkel. Ist ein echt guter Winkel. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, sind diese Top and Cuts, diese Zahlen hier. Ja, das ist ja die Winkelangabe, wenn man den hier anlegt, ja, kann man hier die Winkel ablesen. Wir werden uns jetzt eine Fräse einspannen, 8mm Fräse. Wichtig ist, wenn ihr mit der Fräse arbeitet, Stecker raus, ja, dass nichts passieren kann, habe ich gemacht. Dann werden wir uns jetzt hier den einspannen hier. Ja, da ist so eine Markierung, nicht weiter wie da einspannen, ganz wichtig. Wenn ihr wissen wollt, wie ich den Frästisch gebaut habe, mit dem Tischkreissäge, verlinke ich euch mal oben links im Video. Dann brauchen wir jetzt erstmal die erste Höhe. In drei Schritten machen wir erstmal 3 mm. Ich habe mir hier eine kleine Markierung gemacht, was die Mitte ist, dass ich nicht höher gehe wie diese Mitte. So habe ich jetzt den Fräser eingestellt und das wäre jetzt dann die letzte Fräsung. Als nächstes geht es weiter mit den Griffen an zum Fertigen. Wie ihr sehen könnt, da habe ich zwei Schablonen. Wir haben ja schon mal die Nut hier gefräst. Ja, das ist schon mal die Nut hier für das Führungsbrett nachher. Und das passt soweit, müssen wir noch fein bearbeiten. Das können wir mal zur Seite stellen. Und das können wir auch zur Seite stellen erstmal. Jetzt machen wir uns erstmal die Griffe hier.
So, ich habe dafür so zwei Schablonen ausgedruckt, ja, um genau einen Griff zu haben. Die werden wir uns jetzt einmal anzeichnen. Geht's besser. Okay. Nicht immer ist die beste Wahl doppelseitiges Klebeband. Die Griffe sind dafür da, um diese Spannlade sicher zu führen, ja, und auch Druck auszuüben beim Fräsen. Und es sind auch die Finger geschützt, nämlich das ist am wichtigsten beim Fräsen, beim Frästisch, weil wie ihr gesehen habt im anderen Video, verlinke ich euch mal hier oben links. Und was mir passiert ist beim Fräsen, und das war nicht so toll. Und natürlich, man darf zwar keine Angst haben vor den Maschinen, aber dennoch Respekt. Und das ist ganz wichtig, dass man Respekt hat vor den Maschinen. So ist meine Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar drunter lassen. Ja. Solltet ihr diese SketchUp-Datei haben wollen, werde ich sie unten natürlich auch verlinken. Ja, könnt ihr euch dann runterladen. Ich muss nur gucken, wo ich die verlinke, so dass ihr die auch runterladen könnt. So, da haben wir uns mal die Griffe angezeichnet. Hier kommt nachher noch ein 40er Loch rein, ein bisschen versetzt, circa 5 mm oder so. Ja. Und dann können wir den Griff dann da auch. Nächstes Projekt steht auch schon in Startlöchern, und ja, was heißt in Startlöchern, ist in Vorbereitung, sagen wir mal so. Okay, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier die zwei Griffe, die werden wir uns an der Tischkreissäge zurechtsägen, und so, dass es passt und dass wir die dann haben. Okay, lasst uns rübergehen. Ja, jetzt diese Rechtecke hier angefertigt, nicht Rechtecke, diese Griffhalter angefertigt, einmal mit der Kappsäge und einmal mit der Tischkreissäge zurechtgesägt, dann noch mit dem Bündingfräser die noch entlang gefräst, dass es genau bündig ist. Jetzt müssen wir uns anzeichnen, wo unser Griff später sitzt. Das ist ein 40 mm Buche Rundstab, ja, gibt es günstig im Baumarkt. Ja. Brauchen wir jetzt erstmal 70 cm von dem Rundstab. Werden wir uns erstmal 70 cm anzeichnen. Ja, das ist ein Durchmesser von 40 mm, also 1 Meter auf 40 mm. Und den werden wir uns jetzt mal kurz an der Kappsäge zusägen. Ich habe ja gesagt, wir sägen uns den Balken hier an der Kappsäge zu. Habe ich jetzt eingespannt, ich hatte hier noch so einen Klotz, wo eine runde Aussparung ist, habe ich hier jetzt fixiert. Ja, so können wir den sicher hier zusägen, und das werden wir jetzt tun. Als nächstes müssen wir uns einmal die Maße anzeichnen, wo die Bohrungen hier hinkommen, und habe ich schon mal ein bisschen nachgemessen, dass das passt. Das heißt, wir brauchen von hier 8,9 cm. Seite genommen, ich muss
für dieses. Die richtige Seite. Ja. Und von der Seite brauchen wir 8,5. 8,5. Jetzt haben wir genau die Maße für den Griff nachher, wo der eingelassen wird. Und das machen wir hier mit einem 40 mm Forstnerbohrer. Ich habe mir das hier an der Tischbohrmaschine eingestellt. Ich gehe nicht weiter runter wie 1,1, 1,2 cm, ein bisschen Luft. Wird eh nachher noch verschraubt und verklebt. Und mit dem Forstnerbohrer 40 mm. Und das machen wir jetzt. Dazu noch einen Sauger dazu. Das nächste Teil werden wir das Loch machen. Somit haben wir auch hier ein sauberes Loch, 40 mm mit dem Forstnerbohrer, ganz einfach.